Und damit herzlich willkommen zum nächsten Champions League Spiel gegen Real Madrid FC und dem Borussia von uns. Und heute geht es, ja, wie gesagt, gegen Madrid. Und das ist eine richtig hammer Mannschaft. Die hat am Anfang mit 2:0 gewonnen und die hat heute gegen mich agiert. Und hoffentlich werden wir heute das Ding hier gewinnen oder ein Unentschieden. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Und Kleinen hat jetzt die erste Chance. Und macht es. Nein! Smapula hält den. Wozniak und Clarke haut den erstmal weg hier. Ja, jetzt wird's echt eng. Also ich denke, das wird heute ein Hammerspiel. Und ich werde natürlich auch Emotionen zeigen, weil das richtig Hammer ist, das Duell. So, Jung. Hümels bleibt stehen. Der ist Hummels, mein Lieber. Von daher. Ja, ich mag diesen Typ nicht so. Deswegen, ein Sieg wäre heute richtig genial. Riss. Ach. Kann es auch Elfmeter geben, weil er so reingeht, der Idiot. Meine Fresse. Naja, 15. Minute und es ist echt lebhaft. Das muss ich auch schon wieder sagen. Ja, tut mir leid nochmal für die letzte Folge. Da ist mein Internet eben abgekackt. Deswegen, scheiße, ne? Passiert. Wird nicht nochmal passieren. Meine Stimme geht auch so langsam weg. Clarke. Und Sodbrennen habe ich auch noch ein bisschen. Aber was soll's. 20. Minute, Real Madrid muss aufpassen und wir müssen natürlich aufpassen. Jede Sekunde kann was passieren. Boah, Außennetz. Der hat ein gutes Team. Aber ich will noch gerne ungeschlagen bleiben in der Champions League. So, Reeves. So, 30 Minuten absolviert und wir spielen sehr munter. Das hat mich jetzt echt überrascht. Also als Auswärtsteam spielen wir richtig gut. Aber immer diese kleinen Momente. Azali 1:0. Was sagte ich? Ja, ich hasse diese Mannschaft einfach. Garcia Gomez. Ilista. Mich regt dieser Typ einfach nur noch auf, ey. Dem muss man echt mal den Piep versohlen jetzt hier im Spiel. Das kann ja nicht gehen. So, 35. Leis, Mann! Leis mit dem 1:1. Stark! Das wollte ich sehen. Das ist richtig Feindschaft gegen den Typen hier. Tut mir leid für die Zuschauer, aber wirklich, ich hasse diesen Typen. Der muss einfach diesmal in diesem Spiel ausgekontert werden und einfach, es muss ausgenutzt werden. So, 38. Wozniak. Kotschort. Und Clarke haut den Ball erstmal raus, Mann. Stark, Jungs. Das will ich sehen, das will ich einfach sehen, dieses Hammer pressen und dann auch diesen Ball dazu gewinnen im Strafraum und natürlich auch vorne die Dinger reinzumachen. Ich zitter, aber ist mir jetzt scheißegal, ich will gewinnen. Stark. Kotscha haut den Ball erstmal weg. Gut, wir haben Halbzeit und wir tauchen eben unter. Ich bin sauzufrieden mit der ersten Halbzeit. Wir hätten vielleicht noch ein Tor schießen können, aber mein Gegner schießt dann noch ein Tor. Mit Asil in der 30. und der 35. Leis mit mir. Ja, jetzt haben wir erstmal Pause. Ich bin zufrieden, aber jetzt will ich noch ein Tor sehen. Entweder ein Tor oder wir holen dieses Unentschieden, weil ein Unentschieden wäre gar nicht mal so schlecht gegen die Typen. Ja, und ich habe nichts gegen den jetzt. Also jetzt bin ich jetzt nicht ausländerfeindlich, aber ich mag diesen Typen null, weil er mich einfach letzte Saison so gedemütigt hat, mich auf Facebook dann auch noch genervt hat. Von daher müsst ihr das jetzt einfach verstehen, diese Ausraster. Also, tut mir leid. So, weiter geht's. 1:1, 46. Andres Iniesta, Alter. Meine Fresse, ne? Hat der es drauf. Kotscha haut den Ball erstmal raus. Ja, so ein 2:1 ist doof jetzt, aber es geht ja weiter hier im Spiel. Das ist echt ein Derby sozusagen für mich in diesen zwei Partien gegen den
sehe Madrid, also nachher, wenn wir uns im Finale noch treffen in der Champions League, dann raste ich aus. Naja, ist noch nicht so weit. So, kommt. Lies. Lies, Mann, du bist so geil! 2 zu 2. Kleinen läuft an. Kleinen, nein! Nein, nein! Boah! Gottes Willen! Leis, Junge, was geht mit dem heute ab? Ist das Hammer! 55, 56, jetzt kommt Leute! Mann! Das macht es sauber! So, jetzt Arif. Gelb, hallo! Hallo! Okay, gut. Kotscha. Ach, Isal da, ist da. 2-2 immer noch. Boah, wenn wir das 3-2 schießen, Jungs, dann geht das aber hier ab. Mann, ich bin so aufgeregt. Leute, ich zitter. Das ist ja wie so ein Finale schon. Leute, kommt! Kotscher, geil. Hau den Ball raus. Genau, so machst du es. So, 65. gleich. Wir spielen sensationell. So, haut den Ball irgendwie raus, Junge. Glück gehabt. So, jetzt nichts mehr verspielen. Diese sichere 2 zu 2 jetzt halten. Das wäre jetzt aber richtig cool von euch, Leute. Dann wäre ich schon mal zufrieden. Dann können wir heim. Spiel den Typen so richtig zerrotten. So, jetzt, Leute. Ballbesitz ist da. Jung. Ah, Dingwall ist halt nicht so schlecht. 75. Ein bisschen fair muss man dann auch so sein als Trainer der Mannschaft. Er spielt das gar nicht so schlecht. 75. Ja, da kommt er nochmal. Scheiße. Wozniak. Garcia Gomez. Turn haut den Ball erstmal raus. So, Lois. Wenn du jetzt nochmal so ein Tor machst, Junge, ich vergötter dich. Wirklich. Achtzigste kommt. Haut den Ball nochmal rein. Irgendwie. Garcia Gomez. Schade. Gleich ist das Spiel zu Ende, Leute. Jetzt noch ein bisschen konzentrieren. Am besten jetzt noch das 3-2 oder na, mal sehen. Nicht für den Gegner. Lack. Lack. Wir werden nicht mehr wechseln, aber jetzt bitte nicht mehr jetzt ein Gegentor. Wenn jetzt ein Gegentor fällt, Alter, dann ist was los, Leute. Das verspreche ich euch. So, Iniesta! Und jetzt mach ihn! Leis! So, Ecke! Hä, Ecke? Oh, das war doch Ecke! Was ist denn das? Na, egal. Gut, wir haben 2-2. Oh, hätte den jetzt gemacht, der Leis, ne? Ich hätte den so gefeiert. Naja, gut, wir sind jetzt gut dran, vorne mitzuwirken. Wir haben jetzt zwei Gegentore, aber das macht nichts. Wir haben trotzdem plus 8 noch nach zwei Spielen. Auf jeden Fall, wir sehen uns bald wieder. Die nächste Folge ist eine Eisbucket Challenge von uns, von Rossi und mir. Und ja, bis dann. Ciao.